Hallo ihr lieben Wissbegierigen, ich habe diesmal jetzt nicht unbedingt einen Produkttest, sondern halber den Produkttest. Diesmal ist es eine Kooperation, über die verfasse ich dann einen Blogpost. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Über YouTube mache ich also ein Produkttestvideo, nämlich ich habe ein schönes Päckchen bekommen von der Tefi. Typische Transportbeschädigungen in letzter Zeit von den Paketdiensten, kann man leider nichts dran ändern. Hauptsache der Inhalt ist nicht beschädigt. Gott sei Dank ist hoffentlich nichts rausgefallen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Und das Schöne ist, diese Verpackung finde ich schon mal witzig. Da ist nämlich ja zum Beispiel ein Frosch drauf und so. Und wir haben jetzt hinten sowas da drauf zum Anmalen für die Kids. So, wir machen jetzt mal das Schöne auf. Oh ja, das ist ja für die Kids gedacht. Ja. Und ich hoffe, es ist viel nichts. Und hier haben wir schon mal was. Tefi mit Vorlesegeschichten, Gewinnspiel, Rätsel und mehr. Doch, das ist für Kinder cool. Da sind hier so kleine Geschichten drin. Dann haben wir dann... Es riecht schon mal gut. Ich hoffe... Ja, ich glaube, das waren zwei Sorten. Also, wir haben hier zwei Fläschchen. Teesaft, zweimal Äpfel, Bio-Tee plus Saft und ganz wichtig, ohne Zucker in dieser schönen kleinen Nuckelflasche. In dieser schönen Flasche. Manche mögen halt das nicht, wenn es da oben ist, aber normalerweise, einen Moment. Oh, ja, ich habe schon geöffnet. Es riecht gut. Also somit habe ich jetzt dieses Ding geöffnet. Ihr habt es gehört, mit einem riesen Blob. So geht es auf. Also es ist nicht für die Ewigkeit gedacht, leider. Weil irgendwann wird der Deckel da kaputt gehen. So, wir haben das so drauf gemacht. Ich werde das dann meine Kinderchen geben. Machen wir dann nachher nochmal so ein Video. Weil eins haben wir noch und dann machen wir diesen Blob. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Ha. Gut. So, und darum geht es ja eigentlich um diese Tees da. Einmal um den Guten Morgen-Tee von Eltern für Kinder und einmal über den Gute-Nacht-Tee. Beim Guten Morgen-Tee. Der Guten Morgen-Tee ist ein Bio-Honig-Busch-Tee, aromatisiert mit Orangen- und Vanillegeschmack. Kalorien sind 2 Kalorien natürlich und davon Zucker ist trotzdem 0,3 drin. Wobei, ja okay, das andere ist ja zuckerfrei. Wobei das dann natürlich wieder die Frage ist, weil da steht ja ohne Zucker. Also auf jeden Fall steht dort Zucker kalorienfrei, Bio-Qualität, vegan, mild, säurearm, 100% lecker und 100% kindergerecht. Das probieren wir mal aus. 2 Kalorien hat er, finde ich gar nicht mal so schlecht. Er ist aromatisiert, dann schmeckt er auch wesentlich besser. Hier drin ist Orangenschalen. Ah ja, deswegen kommt der Zucker her, nämlich da sind nämlich drin Stevia-Blätter. Deswegen ohne Zucker, mit Stevia. Hat Orangen- und Vanillegeschmack, da bin ich mal gespannt drauf. Dann haben wir hier, Moment, oh, der ist ein bisschen aufgegangen hier. Ja, macht nichts. Da haben wir dann diesen Gute-Nacht-Tee. Da sind wir sofort auf dem Bild. Da ist ein Lavendel abgebildet, deswegen Gute-Nacht-Tee. Bio-Kräutertee mit Kamille und Lavendel. Wir haben dasselbe, 2 Kalorien. Und es ist drin Zitronengras, Kamille, Melissenblätter, Silberlinden, Stäbe und die Stevia-Blätter sind wieder drin. Deswegen Zucker noch ein bisschen, Hopfen, Lavendel. Aber es ist im Endeffekt ohne raffinierten Zucker, soll das heißen. Und ohne Fructose eben, gesüßt mit diesen Stevia-Blättern. Ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. So, ich habe jetzt mal einen aufgemacht. Es war so relativ. Ich liebe einfach Verpackungen, ich kriege sie nie so auf. So, es ist jetzt hier zum Aufmachen gewesen und ihr macht hier das auf und dann könnt ihr hier die schön entnehmen. So sieht dieser Beutel aus. Ich habe den mal ausgepackt. Riecht gar nicht mal so schlecht. Nach Honigbuschtee würde ich mal behaupten. So schaut ein Beutel aus. Hier steht drauf, steht da auch drauf. Sei frech, wild und wunderbar. Das sind anscheinend Sprüche, die sind überall drauf. Hashtag ohne Kompromisse. Und schau mal, steht da noch was drin? Da steht wieder kindgerecht, lecker, vegan, Bioqualität, Zucker und kalorienfrei. Wobei kalorienfrei ist halt so eine Auslegungssache. Wobei kalorienfrei ist dann trotzdem 2 Kalorien drin. Ist nicht zu vermeiden. Hier aufreißen und genießen. Hier steht es drin, sogar bei 100 Grad. Ich mache immer weniger. Okay,
100 Grad einstellen, Wasserkocher, 5 bis 8 Minuten ziehen lassen. Das machen wir jetzt und dann probieren wir mal die Sache. Den zweiten Tee habe ich jetzt auch aufgemacht. Das ist der Gute-Nacht-Tee. Der riecht auch angenehm und entspannend. Natürlich ist Lavendel drin. Jetzt bin ich gespannt, nicht, dass mir das jetzt aufweckt. Guten Morgen und der Gute-Nacht, die mich gleich wieder einschlafen lässt. Es ist auf jeden Fall, steht halt hier auch wieder dasselbe drauf. 100 Grad. Da steht es drauf. Aufkochen lassen, 5 bis 8 Minuten ziehen lassen. Und hier steht natürlich Zucker- und kalorienfrei, wie ich schon gesagt habe. Es ist nicht zu vermeiden, dass Kalorien drin sind, aber es sind halt nur 2 Kalorien. Kalorienfrei sollte man halt ein bisschen überdenken, aber mit zuckerfrei, ja, es könnte halt doch von Orangenschalen könnte doch noch ein bisschen Zucker drin sein. Das sollte man vielleicht dann nicht so, so bezeichnen. Das ist jetzt meine eigene Meinung. Ich weiß nicht, wie das dann sonst zu bezeichnen wäre. Auf jeden Fall ist das Stevia drin. Also ein Zuckerersatz ist drin. Deswegen werden auch die Kalorien drin sein. Dann mache ich mir mal ein Teechen. Ich habe jetzt mir hier ein Teechen aufgegossen mit dem. Achtung, es ist heiß. Und natürlich mit dem da. Das Blöde ist, dass man es hier dann nicht mehr auseinanderkennt, nur am Geruch. Also es schaut auf jeden Fall schon kräuterisch aus. Wobei kräuterisch ist es auch blöd kräuterisch gesagt. Und hier sieht es ja, das ist ein bisschen heiß. Also 5 bis 8 Minuten stehen lassen und dann sehen wir weiter. So, 8 Minuten sind vergangen. Wir haben jetzt beide Tees. So schaut es aus, wenn es nass sind. Das ist der Guten Morgen Tee. Und das ist der Gute Nacht Tee. Oh, und sie riechen richtig nach Lavendel. Wer kein Lavendel mag, sollte den natürlich nicht trinken. So, wir fangen jetzt erstmal an. Man sagt jetzt nichts, habe ich natürlich blöd gemacht, dass ich eine Tasse mit schwarzen in den Rand genommen habe. Ja gut, so. Ich glaube, ich schütte das nochmal um. Sagen wir mal so, blöd gelaufen. Vanille schmeckt mal raus. Es ist auch nicht zu süß. Oh ja, etwas Lavendel und schmeckt schön nach Kräuter und das nach Früchte. Noch nicht so schlecht. Ich werde das Ding jetzt mal umschütten. So, jetzt bin ich zurück mit einer bisschen Britschlerei. Also so sieht jetzt der Tee aus. Schön orange, finde ich. Und riecht lecker. Und natürlich, jetzt wenn man die Farbe sieht, schmeckt natürlich der Tee viel besser. Ja. Sonniges Gemüt passt wirklich zum guten Morgen dazu. Also, nachdem ich ihn getrunken habe, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man gewöhnt ist, den Tee zu süßen. Es ist auch ohne trinkbar und er schmeckt auch gut, finde ich. Nächstes Mal lasse ich den vielleicht noch ein bisschen länger ziehen, dann bin ich mal gespannt. Biokräutertee mit Kamille und Lavendel, der hat dann diese Farbe. Die ist dann mehr gelblich, so wie, können wir auch fast sagen, ja, wie Kamillentee halt einfach. Mit einem Hauch. Vom Geruch her ist es so eine Mischung zwischen Kamille und Lavendel, finde ich. Mag zwar nicht jeder, und wir trinken ja mal kurz. Ja, schmeckt für mich jetzt wie nach Kamillentee. Kann ich jetzt nicht so genau definieren, den Geschmack, aber eher mehr nach Kamille, weil wenn es nur nach Lavendel schmecken darf, den Geschmack mag nicht jeder. Also der dämpft diesen Lavendelgeschmack, dass man jetzt eigentlich mehr die Kamille rauskommt. Empfinde ich jetzt so. Und ich finde auch die Farbe echt super. So, jetzt habe ich das ausprobiert. Jetzt kommen wir dann zu meinem Fazit. Es ist jetzt so, mein Lieblingstee wäre jetzt dieser Guten Morgen Tee, denn ich bin eher der fruchtige Typ. Hier merkt man, es ist Kräuter, es soll beruhigend wirken für die Nacht. Es finde ich jetzt, es schmeckt mehr nach Kamille. Lavendel hat einen ganz leichten Geschmack, wenn man nicht weiß, wie Lavendel schmeckt. Würde man meinen, das ist jetzt nur Kamillentee. Finde ich auch gut, weil es gibt ja viele Leute, die mögen einfach Lavendel dann nicht. Auch nicht im Garten vom Duft, weil von denen wird dann eben schlecht. Soll ja beruhigend wirken. Vielleicht wirkt es ja jetzt dann auch bei mir, bei den Eltern, wenn man diesen Tee getrunken hat. Wenn man jetzt an süße Getränke gewohnt ist und an gesüßten Tee, ist jetzt die Umstellung ein bisschen
schwierig. Man sollte eben eine Woche lang auf süße Getränke verzichten. Dann kommt dieser Geschmack eben mehr zur Geltung. Für mich müsste ich den jetzt ein bisschen mehr ziehen lassen, um noch einen intensiver Geschmack zu haben. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben gesüßte Getränke jetzt momentan gewöhnt bin. Zu viele süße Getränke. Und so vom Geschmack her, ohne Zucker passt der eigentlich für Kinder. Und es schmeckt auch nicht gekünstelt süß, nach gar nichts. Ganz normal, nach normalem Tee. Finde ich in Ordnung. Müsste man dann natürlich ausprobieren, ob die Kinder den dann auch wirklich trinken. Ich finde den nicht, gar nicht so schlecht. Für Kinder definitiv nicht zu intensiv. Und es passt und es ist, und wirklich die Süße reicht für die Kinder. Mehr sollte es ja definitiv nicht sein. Das war jetzt mal ein kleiner Tee-Test für euch. Schaut mal wieder in einen von meinen anderen Videos rein. Ich würde mich definitiv freuen. Bis demnächst, eure Petra.